ist groß, blau und wird dich in Stücke reißen. Also falls du in einen seiner gigantischen, erdgroßen Stürme stürzt, so ruhig und atemberaubend er oberflächlich auch erscheinen mag, Neptun ist ein gefährlicher und brutaler Ort. Also, wer hat Lust auf eine Exkursion? Warum konzentrieren sich Neptuns Ringe in bestimmten Bereichen? Welche Schätze verstecken sich unter seiner Atmosphäre? Und wo kannst du am längsten überleben? Hier ist Was wäre wenn? Und das würde passieren, wenn man in den Neptun stürzt. 1989 untersuchte die NASA-Sonde Voyager 2 den Neptun. 5 Jahre später machten wir unglaubliche Bilder dieses 4,3 Milliarden Kilometer von der Erde entfernten Planeten. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Obwohl sie aussehen wie ein schöner Ort, um seine Yacht zu ankern, sind Neptuns Meere nicht ganz das gleiche wie die hier auf der Erde. Circa 80% des Planeten besteht aus einer eisigen Substanz, aus Wasser, Methan und Ammoniak. Wo genau also sollen wir den Sprung wagen? Wie wäre es mit diesem großen dunklen Fleck dort drüben? Nichts überstürzen. Dieser dunkle Fleck war mal viel größer. So groß, dass die gesamte Erde reingepasst hätte. Der große dunkle Fleck war einer von Neptuns krassesten Stürmen. Er hat sich aufgelöst. Doch es gibt mehrere kleinere Stürme, mit denen wir fertig werden müssen. Doch bevor wir reinspringen, was gibt es eigentlich außerhalb von Neptun? Wie Saturn hat auch Neptun ein Ringsystem. Jedoch mit weniger Ring. Es gibt mindestens 5 Hauptringe, einschließlich seltsamer Staubklumpen, Bögen genannt. Astronomen vermuten, dass es Neptuns Mond Galatea und seine Gravitation ist, der diesen Effekt verursacht. Neben Galatea hat Neptun noch 13 weitere Monde. Zu unserer Linken siehst du seinen bekanntesten Mond Triton. Bekannt für seine spektakulären Eisvulkane. Oh la la! Auf Neptun herrscht stürmisches Wetter. Daher steigst du besser an der Nordhalbkugel ab. Dort sind die Winde zahmer. Neptun ist ein Gasplanet. Verschiedene Bereiche rotieren daher mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Je nachdem, wo du bist, ändert sich auch die Länge eines Tages. Am Nordpol dauert ein Tag 12 Stunden. Das ist ganze 6 Stunden kürzer als am Äquator. Da heißt es ranklotzen. Anders als die Erde enthält Neptuns Atmosphäre keinen Sauerstoff. Sorge also für einen großen Vorrat, um atmen zu können. Auf Neptun kommt nur wenig Sonnenlicht an. Es ist dort etwa so hell wie bei einer Abenddämmerung auf der Erde. Packe also auch eine Leuchte oder ein Nachtsichtgerät ein. Sei auf Windgeschwindigkeiten von bis zu 550 Meter pro Sekunde gefasst. Circa 5-mal stärker als alle Winde hier auf der Erde. Und doppelt so schnell wie die Schallgeschwindigkeit. Auf dem Weg durch Neptuns Exosphäre, seiner äußersten Atmosphäre, wird dein Raumanzug eisiger Kälte ausgesetzt sein, während du durch Methanwolken schwebst. Und es kann etwas stinken. Hey, ich war das nicht. Wie auch an einigen Orten hier auf der Erde kann das Wetter umschlagen. Erreichst du die Thermosphäre, steigt die Temperatur auf ca. 477 Grad Celsius. Du wirst auf Ammoniak- und Schwefelwasserstoffwolken stoßen. Astronomen sind sich einig, dass dieser Temperaturanstieg durch das Zusammenwirken der Atmosphäre mit Ionen des magnetischen Feldes entsteht. Hast du es durch die glühende Hitze der Thermosphäre geschafft? Stellst du einen Druckanstieg in der Stratosphäre fest? Je näher du dem Kern nun kommst, desto mehr heizt sich alles auf. Okay. Hast du dann Neptuns 3000 Kilometer dicke Wasserstoff- und Heliumatmosphäre hinter dir gelassen? Mach dir keine Sorgen, auf dem Boden aufzuschlagen. Neptun hat per se keinen.
Es ist eher eine matschige Eis- und Wasserschicht, 17.500 Kilometer tief. Falls du dich auf eine tolle Aussicht gefreut hast, tja, sorry. Die Atmosphäre hier ist zu dicht, um etwas zu erkennen. Bist du endlich durch den ganzen Matsch durch, stößt du auf ein super heißes Meer und vielleicht auf einige versteckte Schätze. Der hohe Druck und hohe Temperaturen auf Neptun sorgen dafür, dass seine Kohlenstoff- und Wasserstoffatome sich trennen können und einzelne Kohlenstoffatome in Diamantstrukturen gezwungen werden. Diese sinken wohl zum Kern und sind bis zu einem Meter groß. Wer hätte gedacht, dass Neptun so viele Klunker hat? Hier im Kern ist es brutal heiß. Ungefähr 7000 Grad Celsius, was vergleichbar mit der Oberfläche der Sonne ist. Okay, ein Mensch ohne Ausrüstung würde das nicht überleben, klar. Doch in einer Raumsonde könnte man es vielleicht. Mit den Erfahrungen aus diesem Abenteuer könnten wir die nächste Erkundung starten. Jupiter. Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn...